Weiter geht's. Qualifikationstraining zum Großpreis in Österreich. Los geht's. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. So. Ich probiere jetzt mal mit Gelb rauszugehen. Gucken, ob es klappt. Mal was hinkriegen. Ich kann mal ein bisschen weniger Quatsch, damit ich ein bisschen konzentrieren kann. Die Nose-Zeit haben wir schon geknackt im Qualifying, im Training. So, Bestzeit, ja, 1:06:0. Red Bull. Das ist Valtteri Bottas. Der jetzt versucht, uns unsere Zeit schrecklich zu machen. Ich versuche ein bisschen, ob ich den Windschatten nehmen kann. Er bricht zumindest ab. Nochmal eine Bestzeit. So, jetzt gehen wir zurück in die Box und dann müssen wir ein bisschen abwarten. Aber heute nochmal fahren, weiß ich nicht. Wenn geht das hier nur auf die Gelb auf die roten Reifen. So, kommt sofort wieder.
Wir warten jetzt einfach noch ab, bis wieder so die 5-Minuten-Marke angebrochen ist. Falls wir überhaupt nochmal rausgehen. Lange ist die Zeit, glaube ich, gut genug. So. Ja, eigentlich, wie gesagt, von der Geschwindigkeit sollte das durchaus passen. Und das hört sich so an, als wäre der irgendwo Betrieb gerade. Jetzt würde der Erste da jetzt gleich rausgehen. Und es ist voll. Tim Williams, der da tatsächlich seinen zweiten Versuch setzt. So. Wir sind jetzt noch gut 6 Minuten. Wir machen jetzt auch. Ah, wohl, es bringt eigentlich nichts mehr, was rauszufahren. Hey, bin ich zufrieden mit Gelb. Dann machen wir es so. Dann fahren wir am Ende mit Rot.
Und der bricht ab. Okay. Meine Frankreich hat es ja auch gepasst. Ah, fahr doch nicht mehr. Da sehe ich noch eine Minute 20. Das würde von der Zeit ja nicht reichen. Ah, der muss nochmal. Unser Teamkollege will nochmal. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Verstappen und Pierre Gasly. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event.
Ja, schauen wir mal. Platz 1 auf jeden Fall, knapp vorne. Und unser Teamkollege auf 10. Da muss er auf jeden Fall nochmal ran. Soll das hier mit dem nächsten Doppelsieg was werden. Das schauen wir dann morgen auf jeden Fall an. So. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, wir das schaffen. Sehen wir uns dann morgen an, wie gesagt.